Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute mit dem Thema Die Biene im Wandel der Zeit. Als Gast habe ich heute Herrn Dr. Rüdiger Scheppe, der eine sehr große Sammlung an Lagiol-Messer hat, vor allem aber auch ein unglaubliches Wissen. Wir haben ja schon mal bereits ein Interview mit ihm gemacht. Hier oben könnt ihr die Videos entsprechend sehen. Und heute freuen wir uns über die Biene, die Entstehung der Biene, die Geschichte, die und vor allem auch die Gegenwart zu reden. Hallo, Herr Scheppe. Ja, hallo. Sei gegrüßt und ich freue mich, dass ich heute mit Justine einen weiteren Film drehen kann und heute wird uns die Biene ein bisschen beschäftigen. Erzählst du vielleicht noch ganz kurz zwei Sätze zu dir, für die Zuschauer, die neu sind, die dich noch nicht gesehen haben mit dem ersten Video? Ja, ich bin Mathematiker und Physiker, arbeite in einer Bank in Frankfurt und habe eine große Leidenschaft. Ich bin ein Sammler und da interessieren mich besonders die Taschenmesser und dort die französischen Taschenmesser. Ich beschäftige mich auch ein bisschen historisch mit diesen Taschenmessern und das ist heute die Gelegenheit, um auch mal ein paar historische Dinge zu dem Thema Biene nochmal zusammenzutragen und das auch mit dem Justine zu diskutieren. Ja, das hört sich das mal sehr gut an. Dann können wir das schon mal anfangen und legen wir direkt los mit der spannenden Frage, wie heißt eigentlich, ist das eine Biene oder eine Fliege? Was kannst du dazu sagen? Ja, eigentlich findet man sowohl den einen Begriff wie auch den anderen Begriff. Es ist so, dass das eigentlich am Anfang eine Art Schließmechanismus gewesen ist, die so im 17., 18. Jahrhundert sehr gängig war. Dort hat man die Feder erfunden, die man dann zunächst oben auf den Messern drauf hatte und die man dann so im 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, dann auch in den Griff eines Taschenmessers integriert hat. Und oben, da wo diese Biene sitzt, da war ursprünglich eine Verdickung und da hatte man ursprünglich so einen Öffnungsmechanismus mit so einem Ring draufgesetzt. Und wenn man jetzt das Messer zusammenklappen wollte, dann hat man oben an diesem Ring gezogen und nach der Integration jetzt, Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber nur ganz kurz, merken dann, wir uns eben diese Sache mit dem Ring. Das ist sehr wichtig. Wir werden gleich nochmal Bilder von dem Museum von Durand zeigen. Und dann werden wir sehen, dass er hat da sehr alte Lagiol-Taschenmesser. Und dann werden wir gleich sehen, dass die an diesem Ring tatsächlich hängen. Er hat die so angebracht. Und dass man sich gleich erinnert an dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist sehr interessant, weil man dann gelernt hat, Anfang des 19. Jahrhunderts, diese Feder so zu biegen und so zu integrieren in den Griff, dass man oben nicht mehr mit diesem Ring arbeiten musste und hat dann diesen Ring weggelassen. Und dann war das eine ganze Zeit, war das praktisch nur noch so eine Verdickung oben an dem Kopf von dem Taschenmesser. Und das erinnert so ein bisschen, und da gibt es einen anderen Ansatz, wie man das auch sich erklären kann. Es gab zu derselben Zeit ein Messertyp, den man bei der Landbevölkerung dort im Aveyron, im Cantal und im Lozère, wo die drei Gebiete zusammenlaufen, im Zentralmassiv, hatte. Das nennt man die Jambette. Und diese Jambette, die hatte so einen künstlichen Klappmechanismus, wo die Klinge mit zwei Stiften oben am Griff gehalten und auch arretiert werden konnte. Und die war oben so ein bisschen verdickt am Ende von der Klinge. Und dann hat man dieses Messer aufgeklappt und dieses Messer hatte dann diese Verdickung oben. Und das hatte man dann auch beim Übergang zur Feder, hat man diese Verdickung mit dem Ring dann auch so belassen. Und ich glaube, dass das den Ursprung ausmacht, wo wir sozusagen unser Markenkennzeichen für die Lagiols, diese Biene, am ehesten historisch
verstehen können aus dieser reinen technischen Angelegenheit, die sich um diesen Schließmechanismus herumrankt. Und was ob man so, dass man dieses Werkteil oder dieses Bauteil Fliege nennt, so von, die nennen das Musch, und dann aber das Aussehen eine Biene hat. Und da kommt, ja, denke ich mal, diese Verwirrung, wie heißt das eigentlich? Weil Musch übersetzt heißt tatsächlich Fliege, aber die Franzosen bezeichnen damit eher wirklich dieses Bauteil. Genau. Und, genau so ist das. Also wenn man heute mit einem Messermacher dort spricht, dann wird überwiegend der Begriff Musch wird verwendet. Und die Musch ist die Fliege. Und diese Fliege ist eigentlich der ursprüngliche Begriff, der auch das technische Bauteil selber bezeichnet. Und dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da gibt es so aus den mündlichen Überlieferungen von den Messermachern gibt es so die Beobachtung, dass dort um 1910 ungefähr in dem Dorf Laguiole in Verbindung mit diesen Laguioles und auch in der Messerfamilie selber, die noch andere Messertypen, also ein Laguiole Druid, ein Isangeux und was weiß ich, was es da alles noch gibt, da hatten wir schon mal im ersten Video ein bisschen drüber gesprochen, eine etwas veränderte Form gefunden wird. Ursprünglich waren diese Verdickungen am Ende, die wurden von den Messermachern ein bisschen gefeilt und dann hat man nur dort so eine Rautenform vielleicht gehabt, so eine Dreiecksform oder man hat eben halt auch so am Anfang so Blumenmotive auch gehabt. Und das findet man so ab 1870 ungefähr bis 1890. Und dann setzt so 1900, 1908, 1909 findet man so den Hinweis, dass dort Jules Calmel, der Enkel von dem Calmel, der aus dieser Familie dem die Erfindung dieses Laguiole-Typs als Messertyp zugeschrieben wird, diese Biene mit ins Spiel gebracht hat. Und zwar so eine Veränderung war das am Anfang, wie diese okzitanische Lilie, die hat so eine besondere Form, ein bisschen verändert worden ist und die wurde vorher so als so ein florales Blumenmuster aufgetragen und er hat so ein paar Punkte da reingemacht. Und die Punkte, die hat er so ein bisschen verstanden als, das ist jetzt nicht mehr die Blume, sondern das ist praktisch die normale Fortsetzung, so wie wir das im Jugendstil sozusagen finden, die Verbindung zu der Natur und diese Biene ist natürlich noch viel weitergehend als diese reine Blume zu betrachten. Und das war auch vielleicht so ein bisschen eine Form von Werbung, die er damit gemacht hat. Parallel finden wir auch so seine ersten Kataloge. Er hatte eine zweite Katalogauflage gemacht von seinen Laguioles, die er da schon sehr fleißig auch verkauft hat, überregional. Das war 1907. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte dazu. Diese andere Geschichte, die Stadt Thiers, da gab es vorher schon mal im 19. Jahrhundert, vielleicht so 1880, von dem einen oder anderen Messermacher, Kontakte nach Thiers. Und dort hat man einen Vorgängermessertyp von den Laguioles, wie wir sie heute kennen. So das Laguiole Druid hat man dort auch sich anfertigen lassen, weil man mit der Nachfrage in Laguiole selber, in den Dorfschmieden nicht mehr so nachgekommen ist. Und dann hat man in Thiers, wo über 600 Jahre Fachwissen zur Messerfabrikation auch besteht, hat man sich dieser Anfragen angenommen. Und dann hat man auch im Laufe der Zeit gelernt, selber so Laguioles mit eigenem Design dann aufzulegen. Und da wird um 1910 parallel fast zu dem Jules Calmel, gibt es eine andere Geschichte, die ist nicht so bekannt, dass Nicolas Crocombet, das ist ein Ausnahmemessermacher, der sehr kunstvolle Laguioles dort hergestellt hat, in einem Firmenauftrag gebeten wird von einem der Hersteller dort vor Ort in Thiers, eine Form für die Biene zu finden, die sich im Fabrikationsrahmen, in der Produktion mit mechanischen Hilfsmitteln
viel leichter sozusagen herstellen lassen. Er hat da so eine Form gefunden, die auch als Biene, als Abeille bezeichnet wird. Und das ist wenig... Du hast noch ein schönes Messer dazu, oder? Ja, genau. Dazu zeige ich mal ein Messer, wie so die Anfangsbienen jetzt mal ausgesehen haben. Jetzt nicht erschrecken. Ja, das ist immer ganz einfach. Man erkennt aber schon, dass die Biene sehr einfach war, ohne große Details. Leider ist die Qualität nicht so gut aufgrund der Auflösung der Kamera. Aber man sieht schon deutlich, dass da also keinerlei Details zu sehen sind. Es ist mehr so ein Dreieck praktisch. Ja, genau. Und diese Formen, die gab es auch da. Und diese ersten von Crocombette, diese Formen, die haben auch diese Dreiecksform, die sind vielleicht noch ein bisschen kunstvoller gestaltet. Da hat er vielleicht noch mal einen Rahmen drum gemacht, um dieses Dreieck. Und so sahen aber auch ein bisschen verändert, auch durchaus in Laguiole, in den Dörfern drumherum, sahen auch die ersten Bienen so aus. Und man findet sie als Retro-Designs natürlich auch heute wieder, weil sie sind nicht so ganz aufwendig herzustellen. Und da ist es sozusagen auch so, dass man bei diesen Messern, gerade wenn man jetzt so Nachbildungen halt macht, das war jetzt eine Nachbildung gewesen, die ein Messer von 1890 nachmacht, und das hat ein ganz junger Messermacher, der dort in der Ausbildung ist, hat das als ein Prüfungsstück in seiner Zwischenprüfung zur Messermacherausbildung hergestellt und ja, hat auch eine gute Note bekommen dafür, ja. Ja, und dann gibt's noch so eine Geschichte, das ist eine Legende, ist das. Wir wollen natürlich diese Dinge auch, die wirst du auch finden, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, mit der Frage, wie die Biene, wo sie herkommt. Und diese Legende gibt's auch schon recht lange, die fängt auch in der Zeit ungefähr an. Und da gibt's Napoleon den Dritten. Damals war Frankreich noch ein Kaiserreich, und als dieses Laguiole erfunden wurde, das war zur Zeit Napoleons des Dritten in der Regenzzeit, ihm wird nachgesagt, dass er, weil er sich so über, er war also auch ein sehr freudiger Mäzen, der halt auch die Handwerkskünste gefördert hat, und da hat er sozusagen auch so lokale Handwerkswettbewerbe ausgelobt. Die sind in vielen Orten, sind die halt da auch zu dieser Zeit 1830, 40, 50 herum, sind die dazu berufen worden, um eben einfach den handwerklichen Wettbewerb vor Ort und die Produktion, die Innovation in diesen Bereichen zu steigern. Und ein Teil seines Wappens macht genau diese Biene auch aus, und es gibt diese Legende, dass man dieses Wappentier dazu genutzt hat, um sozusagen diese große Ehre, weil jetzt halt auch die ersten Coutellerien dort, wie Calmel oder Paget, dort auch sehr viele Preise gewonnen haben, dass sie ihm das als Wahrzeichen auf jedes Messer sozusagen drauf handwerklich hinterlegt haben. Aber dafür gibt es natürlich keine richtigen Beweise. Und auch das, was man jetzt weiß, dass der Jules Calmel das erfunden hat, auch das ist nur eine Mund-zu-Mund tradierte Weitergabe jetzt sozusagen. Vielleicht ist es auch das Schöne so, letztlich bei den Laguioles, da ist ja eine Welt voller Legenden, Geschichten, und der ein oder andere versucht immer wieder mal bestimmte Legenden zu zerstören. Finde ich immer sehr schade, weil das macht unter anderem auch diesen Charme von diesem Messer, diese ganz tollen Legenden. Und man verbindet zum Beispiel auch die Biene mit der Zeit von Napoleon, aber ich glaube, da steckt nicht viel dahinter. Nee, wenn man ganz einfach historisch guckt, wo diese Biene erfunden worden ist, da gab es Napoleon den Dritten, gab es schon nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und ja. Dann ist man sehr schnell natürlich da als Historiker, wenn man jetzt diese Sache historisch betrachtet,
und entdeckt da drin eher den Legendenteil wieder. Aber nichtsdestotrotz, ich finde diese Geschichten auch immer sehr amüsant und sie haben ja auch einen gewissen Reiz, der ja auch neben dem Opinel, das Lagiol als eines der großen ja, handwerklichen und künstlerischen Errungenschaften Frankreichs in diesem Segment von Besteck, Coutellerie ja ausmacht und auch weltbekannt gemacht hat. Und das ist auch eine der wenigen, die sich wirklich auch weltweit durchgesetzt hat. In Frankreich gibt es eine ganze Menge regionale Messer, die sich auch in Europa ein bisschen ausgebreitet haben, aber keines hat sich wirklich weltweit so, so einen tollen Namen bekommen oder so berühmt wie Lagiol. Ist schon sehr interessant. Und letztlich haben alle Geschichten irgendein Stückchen, irgendeinen Kern von Wahrheit da drin. Ne? Ja. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch sagen, dass die Spitze Lagiol von Henri Durand, also wenn jemand den Ort Lagiol besucht, da kann ich wirklich nur empfehlen, die Schmiede Lagiol Honoré Durand zu besuchen. Der hat auch ein Museum und ich zeige jetzt auch ein paar Bilder davon. Das ist der Inhaber bzw. einer der beiden. Es gibt da zwei Brüder, die das übernommen haben von dem Vater. Honoré Durand gehört zu einer der ersten Schmieden, die dort in Lagiol überhaupt sich sesshaft gemacht haben. Ich glaube sogar noch vorste Lagiol. Und der hat dort, also speziell Christoph, hat dort ein Museum, kann ich auch mal Bilder zeigen, gemacht mit alten Lagiolen. Und da kann man wunderbar sehen, diese Ringe, von denen wir eben gerade gesprochen haben, er hat die da dann aufgehängt. Und da kann man wirklich sehen, dass da eben halt keine Biene gewesen ist. Und in seinem Geschäft hat er eine ganze Menge unterschiedliche Messer, die man da sehen kann. Er macht auch eine Führung. Also ich kann wirklich empfehlen, kurz dort anzuhalten und sich dieses Museum anzuschauen. Ja, da würde ich dann auch nochmal gerne ein weiteres Messer nochmal vorstellen auch. Das ist so um 1910 ist das entstanden. Das zeigt, wie künstlerisch, wie explosiv die Stimmung sozusagen dort mit diesem innovativen Gedanken halt auch gewesen ist. Und wie schnell man sozusagen halt aus diesem Alltagsgegenstand auch da schon die Idee entwickelt hat, dass man eine Biene sozusagen auch dort künstlerisch weiter entwickelt. Und da hat man jetzt hier eine Nachbildung von einem der kleineren Coutellerien, die jetzt im Osten von Lagiol sind, in einem kleinen Nebendorf, eine Coutellerie Poup. Und da hat ein bekannter Messermacher hat sich die Zeit genommen und hat hier einfach eine Biene auch entwickelt, nachempfunden, so wie im 1910 ein Vergleichsstück auch aussieht. Und man sieht auch da schon, wie kunstvoll die Menschen, für die also da auch schon seinerzeit das entdeckt haben, etwas mehr an Aufwand auch betrieben haben. Auch das war damals schon sehr teuer. Und ein solches Messer ist auch bis heute ein ganz markantes Beispiel gewesen dafür, wie auch da in der alten Zeit schon diese Wertschätzung gegenüber den Handwerksberufen und diese Innovation miteinander verbunden worden ist, mit einer sehr kunstvoll gestalteten Biene, auch schon etwas feiner ausgefeilt, mit einem Oberflächendekor. Hey, sehr interessant jetzt auch zu erfahren, dass die Biene oder die Lagiol-Taschenmesser an sich in Frankreich viel, viel mehr sind als einfach nur Taschenmesser. Ich finde es auch schade, dass hier sich in Deutschland die Messer Made in Solingen nicht eine solche schöne Tradition aufgebaut haben, sondern einfach nur, dass es ein guter Handwerk ist. Aber ich kenne da nicht so viele schöne Geschichten und dieser Wert in der Bevölkerung, dass es hat wie dort in Frankreich Lagiol. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass in Frankreich aber auch, sage ich mal so, von staatlicher Seite aus
durch all die ganze Zeit, ob das jetzt Napoleon der Dritte gewesen ist oder ob man jetzt in die Republikphasen dann reingeht in Frankreich. Dort ist man immer sehr aufmerksam gewesen und hat eben mehr diese Verbindung auch von förderungswürdigen Handwerkskünsten und einer ja, Schaffung von ja, einer Art Zeitkonservierung in Form von Museen und auch von den Pflegen, von den Techniken dieser Handwerkskünste aufmerksamer verfolgt. Und ein Wiederaufleben dieser ganzen Künste hat ja nun auch dazu geführt, wo man einerseits natürlich auch Sammler hatte, so wie den Vater von Honoré Durand jetzt, den Firmengründer, der auch schon in seiner Zeit Lagiols gesammelt hat, bis hin zu jemandem, der jetzt so wie der erste Chef von der Forge de Lagiol auch dort Geldmittel losgeeist hat, organisiert hat und man dort ja sozusagen Equipment auch gekauft hat, dass man erste Firmengründungen auch wieder machen konnte, die uns heute diese ganze wunderbare Vielfalt von Lagiols, die wir durch alle Firmen, die dort in der Region eigentlich sind und die mit Coutellerie sich beschäftigen, auch wieder vorfindet. Und auch diese Pflege dieser Techniken halt auch. Und das ist sicher anders als wie in einer Stadt Solingen, wo mir das eigentlich nur so von privater Förderseite bekannt ist und auch relativ spät erst einsetzt und nicht so durchgängig ist durch alle Zeiten. Da können wir uns sicherlich von Frankreich lokal immer wieder Impulse auch gerne holen, die auf uns herüberstrahlen. Ich hoffe noch, bevor die letzte Schmiede in Solingen pleite gegangen ist, wegen der enormen Konkurrenz aus China, ne? Aber kommen wir nochmal zurück auf die Bienen, das Thema heute. Bevor wir kurz zeigen, wo die Unterschiede zwischen der geklebten und der geschmiedeten Biene sind, wir werden auch zeigen, wie die entsprechend hergestellt werden. Bevor wir das zeigen, kannst du sagen, ganz am Anfang oder Anfang des 19. Jahrhunderts, wie wurden die gemacht? Wurden die geschmiedet oder geklebt? Oder ist das Kleben an sich eine neuere Technik, um einfach günstigere Messer machen zu können? Ja, ich glaube, ganz am Anfang, und das werden auch alle Menschen bestätigen, so wie der Christoph, den wir gerade im Bild gesehen haben von dir, Justine, am Anfang wurden diese Federn und diese Bienen wurden alle geschmiedet. Die wurden geschmiedet, und zwar aus einem Stück heraus. Und man hatte am Anfang sozusagen, ob das nun in Thiers gewesen ist oder in Lagiol mit dem Umland, hat man einen Amboss gehabt, einen großen Amboss, wie du ihn vielleicht dir vorstellen kannst. Und dann hat man so einen kleineren Amboss gehabt, den hat man da draufgestellt. Der wird als Tass, wird der bezeichnet. Und auf diesem Tass, der hatte an der Seite so Einprägungen. Und da war die Rohvorform von der gesamten Rückenfeder und oben dieser Biene war drin. Und dann hat der Messerschmied, wenn er das Werkstück auf Temperatur geschmiedet hatte, einfach mit wenigen Schlägen dann zum Schluss aus so einer dünnen Stange in diese Vorform rein gehämmert. Da kommen wir gleich da drauf. Heute wird das ja mit Stempeln gemacht und mit Druckmaschinen natürlich. Aber da zeige ich gleich, wie das funktioniert. Aber das ist schon mal wichtig zu wissen. Also die geklebten Bienen sind tatsächlich der Konkurrenz aus China sozusagen geschuldet, damit die Schmiede überhaupt preislich mild halten können. Ne? Das ist sicher heute der Fall. Wenn wir da ein bisschen zurückgehen, ist historisch so, dass die Firma BC in Thiers dieses induktionsgeschweißte Anfertigen einer Biene erfunden hat, 1930 ungefähr. Und seit dieser Zeit finden wir halt da auch, weil einfach dort in Thiers, würden wir sagen, die industrielle Revolution, da ist die Post abgegangen zu der Zeit. Da haben die alles. Da waren die richtigen Messermacher letztlich, ne? Ja, da waren die in ihrem Element und dann haben sie experimentiert mit neuen Materialien und auch mit neuen Fertigungstechniken. Und da war genau diese induktionsgeschweißte Biene war ein Element davon. Und seit der Zeit gibt es das und wir finden auch, du weißt vielleicht, dass es da so einen kleinen Niedergang gegeben hat in dem
Bereich jetzt durch den Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen forciert, 1950. Da hatten die Menschen alles andere, sage ich mal so, zu tun, als irgendwas zu sammeln. Und auch die Lagiols, die wurden dann so ein bisschen vernachlässigt. Und dann war Folgendes. Dann haben sie diese geklebten Bienen, wie du sie, also geklebt meint geschweißt, so geschweißte Bienen, die haben sie dann genommen. Und da haben sie dann auch sehr hochwertige Messer. Da wundert man sich heute drüber, wenn man da von einem bekannten Messermacher aus den 50er, 60er oder 70er, auch 80er Jahren Messer sieht. Die haben ganz fantastische Materialien. Die haben auch auf dem Rücken gutes, echt gutes Filework. Die sind auch gut von ihren Abmessungen und haben wenig Spiel und haben eine wunderbare Mechanik. Nur du schaust dann auf die Biene und fragst dich, was haben sie denn da gemacht? Die Biene ist ja so ein bisschen in der heutigen Zeit ein Verständnis dafür, die Qualität eines Lagiols einzuschätzen. Und die geschweißten Bienen, das sind zwar dann auch echte Lagiols, aber die geschweißten Bienen, die werden so ein bisschen als die günstigeren, weil sie eben aus der Massenfertigung stammen. Ja, da kommen wir gleich auf die Preise auch noch zu sehen, damit wir die Differenz auch ein bisschen finanziell spüren, wie das aussieht. Dann zeige ich mal kurz den Unterschied zwischen eine geschmiedete und eine geklebte oder geschweißte Biene. Wie das hergestellt wird, zeige ich dann gleich. Das heißt, wir haben hier eine geschmiedete Biene und hier eine geklebte oder geschweißte Biene. Die Frage ist, wie kannst du als Kunde erkennen, welche Art der Biene gemacht wird? Und ein Merkmal ist zum Beispiel, dass wir hier an dem Rücken erkennen, dass es ein Teil ist. Das ist sehr, sehr deutlich zu sehen, speziell hier. Wir haben hier Messer von Arbalet G. Davik aus Thiers. Und hier haben wir einen Schnitt. Das kann man auch deutlich sehen. Also ich finde, dass die geklebten Bienen sich durch zwei Merkmale kennzeichnen. Einmal durch die Biene selber, die ist entstanden durch Stanzen. Das sehen wir gleich. Während die geschmiedete Biene auch durchaus viel mehr dreidimensional gemacht wird, hier mit dreidimensionalen Flügeln oder andere Elemente, und die sich auch alle von der Form und von der Verarbeitung unterscheiden. Während die geklebten, die geschweißten Biene alle gleich aussehen, teilweise auch durchweg. Also unabhängig von den Schmieden, wir werden gleich den Unterschied zwischen Arbalet G. Davik und Le Fidèle sehen. Und das zweite Merkmal ist auch, dass hier der Rücken meistens auch nur gestanzt ist und sehr, sehr einfach gestaltet ist. Wir haben hier eine Doppelplatine, also wie man kann es hier oben erkennen. Ich vergrößere das mal schön. Also hier haben wir zwei Platinen, also zwei Metallscheiben, die dann auch nochmal hier schön dreidimensional verarbeitet sind, während entsprechend der Rücken oder die Feder von der klassischen oder von dem günstigen Lagiol entsprechend nur gestanzt sind. Schauen wir es nochmal am Beispiel an. Also hier kann man es auch deutlich sehen, auch von Arbalet G. Davik, eine sehr flache Bienen, und hier kann man den Riss auch sehr gut erkennen. Nicht den Riss, sondern diese Schnittstelle zwischen dem Rücken und der Biene, die darauf geschweißt ist, während hier wirklich deutlich zu erkennen ist, dass es ein Teil ist, ein Bauteil ist. Gleich zeige ich auch nochmal ein paar echte Messer und nicht nur Bilder. Und als Beispiel, damit man ein Gefühl hat für die Preise, diese hier sind beide aus Rosenholz, gleiche Metall, gleiche Klinge, 12-27. Die unterscheiden sich wirklich nur durch die Verarbeitung der Biene und die Verarbeitung des Rückens. Dieses Messer hier kostet 120 Euro und das Messer rechts 65 Euro, also nicht ganz das Doppelte. Einfach nochmal kurz ein Beispiel. Das ist zum Beispiel von Le Fidèle. Man erkennt hier oben ebenfalls, dass die Biene ähnlich war wie die von Arbalet G. Davik. Und auch hier sieht man noch deutlicher, dieser Riss, dieser Spalt zwischen dem Rücken und der Biene. Und auch hier erkennt man, dass dieser Rücken, würde ich sagen, gestanzt ist.
während hier der Rücken entsprechend wunderschön ziseliert ist. Und das letzte Bild, einfach nochmal zu vergleichen zwischen der Schmiede Le Fidel und Arbalet Gil David, stellvertretend für andere. Beide sind mit geschweißter Biene. Da kann man auch hier erkennen, dass die Biene sehr, würde ich sagen, flach ist und auch der Rücken entsprechend auch sehr einfach. Also meistens sind solche Muster, wie wir es hier sehen, die variieren nicht so stark. Es gibt nicht so viel Variationen. Und ich denke, daran kann man auch ziemlich gut erkennen, dass es wirklich nur ein Tribut an der massiven Konkurrenz aus China ist. Also ich würde sagen, dass ungefähr 80% der Lagiol-Taschenmesser heute aus China kommen. Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe auch noch mal ein historisches Beispiel von Jane David mitgebracht, von dem ich hoffe, dass du auch das ein bisschen hier wahrnehmen kannst. Ja, man kann die Trennlinie sehr gut erkennen zwischen der Biene und dem Ressort. Das ist aus den 60er Jahren ist das ein Beispiel jetzt. Das ist ein ganz einfaches Muster sozusagen. Das kam Jane David, macht dasselbe Muster halt auch von Hand gefeilt. Und um die Biene sieht man ganz deutlich, ganz einfach gemacht. Und da hat man ja eine Produktion, die jetzt für einen anderen Messermacher aus Espalion, wo heute die Firma Lagiol Hennon Brack sitzt, die Firma Salette, wo jetzt praktisch die Markenrechte bei Hennon Brack von der Firma Salette liegen. Salette ist selber auch sehr alt und ist so im Kontext zu sehen wie die Schmiede Calmel halt auch, die zu der man diese Erfindung dieses Lagiols zuschreibt. Aber ich finde es sehr gut, dass du das Messer eben gezeigt hast. Man kann sehen, dass wirklich in den letzten Jahrzehnten sich kaum etwas getan hat an dieser Art der Biene. Das ist praktisch fast das Gleiche wie die Bilder, die ich vorhin gezeigt habe. Das ist sehr, sehr gut zu erkennen daran. Ja, das sieht man sozusagen auch immer wieder. Man kann zeitgleich jetzt nochmal ein anderes Modell sicherlich nehmen, das ich auch nochmal ganz kurz zeigen werde. Die Handwerkskünste sind in dieser Zeit insgesamt nicht schlechter geworden. Dieses hier ist jetzt ein Aile de Pigeon. Das ist jetzt von dem Pierre Calmel hergestellt, 1945 ungefähr. Und das ist wirklich Handfeilwerk. Das erinnert so ein bisschen an das, was man da auch hatte. Das heißt, es gab Spezialisten, die haben diese Tradition ein bisschen fortgesetzt und haben so ein bisschen halt auch das Künstlerische, wer das bezahlen wollte in dieser Zeit, haben sie natürlich auch weiterhin konserviert und ja, an andere Messermacher gerne auch weitervermittelt. Aber da gibt es nur ganz, ganz wenige von in der Zeit. Kommen wir ganz kurz zu der Biene an sich. Ich habe hier ein Beispiel von der Schmiede Honoré Durand. Das heißt, wir haben hier erstmal den ungelochierten Rücken und haben hier praktisch diese Stelle, wo die Biene später kommt. Das ist entweder ein Stück Metall, das durch Pressen glatt gemacht wurde. Und ich zeige gleich kurz in dem Ofen, wo das entsprechend geschmiedet wird. Anschließend wird es gestanzt und dann kommt die Handarbeit, um daraus wirklich die Biene zu machen. Ich zeig's noch mal ganz kurz. Da haben wir hier einen Ofen und hier in diesem Mini-Ofen wird praktisch dieses Stück Metall an dem Ressort angebracht oder wird entsprechend gehitzt, damit man es mittels Pressen, wie in dem Bild vorher, das heißt hier so pressen kann. Anschließend, also beziehungsweise vorher, gibt es diese Pressen, die man entsprechend erarbeitet. Das funktioniert auch nur, wenn man die Bienen, sag mal, zu mehreren macht, weil diese Formen sehr, sehr teuer sind. Und da mit diesem Druckwerkzeug erzeugt man dieses Zwischenbild.
Und dann anschließend per Handarbeit. Ich kann das eben kurz zeigen. Ich habe auch ein Video vorbereitet. Hier kann man es hoffentlich sehen. Das wird hier erstmal grob maschinell ein bisschen entfernt. Und dann entsprechend wo haben wir das Bild noch? Ja, da wird entsprechend diese Form hergestellt. Also es ist ein ziemlich aufwendiger Arbeitsschritt. Wenn man sich dagegen die Gestanzen anguckt, wir haben hier ein Band, ein Blechband, da wird einfach die Biene gestanzt, beziehungsweise vorher wird gepresst. Deswegen haben alle die gleiche Form. Dann wird es gestanzt und entsprechend auf dem Messer angebracht. Das heißt, ich möchte hier mit diesen Bildern einfach nur ein Gefühl dafür geben, wie wirklich aufwendig es ist, selbst eine einfache Biene anzubringen oder zu schmieden. Und deswegen kostet eine Messe eben halt 60 bis 70 €. Man kann allgemein sagen, dass die geklebten oder die geschweißten Bienen unter 100 € kosten und bei Messer über 100 € in der Regel geschmiedet sind. Möchtest du was zu der Herstellung noch was sagen? Ja, es gibt natürlich auch so exotische Sachen, die findet man so bei Messermacher-Künstlern dann auch, die nieten sowas schon mal. Das heißt, du wirst da auch durchaus, wenn du das möchtest, mehrteilige Bienen durchaus finden. Du musst aber schon danach fragen in der Regel. Dann bauen sie dir das auch aus zwei Teilen zusammen und machen da ganz wunderbare dreidimensionale gravierte Meisterwerke auch draus. Sowas durfte ich schon auch einmal sehen. Das ist natürlich eine sehr große Ausnahme. Ja, ich habe bis jetzt noch keine sehen dürfen. Ich glaube, in einem Buch habe ich das mal nachgeschlagen, aber das ist eher dann wahrscheinlich eher selten. Aber gut, zum Stichwort schöne Bienen. Ich habe hier ein paar schöne Bienen vorbereitet, aber bevor wir dahin kommen, wollte ich nochmal ein echtes Messer zeigen, wie die geklebte und die geschmiedete Biene aussieht. Wir haben hier zwei Messer, auch von Arbaletke David. Und da kann man sehen, wir haben hier rechts die geklebte Biene und links die geschmiedete. Und da kann man ja das, was ich eben gesagt habe, dieser Trennung hier zwischen der Biene und dem Ressort sehr gut sehen. Und auch wenn ich die ein bisschen im Querschnitt halte, kann man ja auch hier sehen, dass wir hier ein Teil haben. Und hier kann man so ein bisschen sehen, ist natürlich ausgefeilt, aber man kann schon sehen, dass der obere Teil heller ist und im Nachhinein darauf geschweißt wurde. Also ich hoffe, dass jetzt jeder Zuschauer gut erkennen kann in Zukunft, wann eine Biene geklebt und wann eine Biene gelochiert wird. Da können wir hier auch anhand von anderen wunderschönen Taschenmesser mal zeigen, was eine schöne Biene ist. Das haben wir hier ein Messer aus der Schmiede Lagiole no Brac. Und da kann man wirklich sehen, wie wahnsinnig aufwendig diese gemacht wurde. Da wird hier gearbeitet mit glänzenden und matten Bereichen, mit dreidimensionalen Bereichen, die ein bisschen tiefer gelegt sind. Man kann sehen, dass die Flügel praktisch da drauf gelegt sind. Also wirklich außergewöhnlich schön. Und da kann man sich auch vorstellen, dass solche Messer nicht mehr 100 € kosten. So wie ich in meinen Videos immer sage, je mehr Zeit ein Künstler mit dem Messer verbringt, desto teurer ist es auch, weil das entsprechend Arbeitszeit ist. Und vielfach werden solche kleine, hier kann man meinen Finger im Vergleich sehen, das wird sehr oft unter Mikroskop gemacht. Und ich habe gesehen, in den Schmieden würde wirklich in stundenlanger Arbeit solche Arbeiten unter Mikroskop machen.
Und da kommen auch die Preisunterschiede, wo entsprechend nach oben hin alles ja, offen ist. Ich habe hier auch noch ein paar sehr schöne Bienen von zum Beispiel auch Lagion Nobrac. Hier ist eine von Honoré Durand und hier kann man sogar sehen, er hat hier die Beinchen ausgearbeitet. Was das für eine Wahnsinnsarbeit das ist, wie man die entsprechend freilegt. Wenn man da einen Fehler gemacht hat, ist das Beinchen weg und man kann die Biene komplett neu machen. Wahnsinn, oder? Hier haben wir eine Biene von Philippe Voisier. Auch das ist ein Meister, ein Messermacher, Künstler, der auch hier entsprechend die Bienen macht. Und hier kann man es ein bisschen sehen, dass es nicht ganz gleichmäßig ist. Und daran erkenne ich letztlich, dass es Handarbeit ist. Immer wenn es dieser perfekte, gleichmäßige Flügel zum Beispiel sind, da muss man sich immer fragen, ist das wirklich per Hand verarbeitet? Und hier kann man ja wirklich diese, ja, dass ein bisschen dicker ist als links. Und ja, das ist für mich ein Zeichen, dass die wirklich per Hand gearbeitet wurde. Auch hier von Lagion Nobrac. Also es gibt eine ganze Menge wunderschöne Bienen. Auch hier zum Beispiel experimentieren die natürlich mit neuen Formen, moderne Kombinationen aus Dreiecke und alles Mögliche. Finde ich total schön, dass die auch so sich bemühen. Das haben wir eben gesehen in echt. Das auch. Und hier sogar mit Doppelflügel. Also wirklich, da toben sich die Künstler wirklich aus. Oder? Da sind echt keine Grenzen gesetzt. Nee, also da gibt's nach oben gibt's keine Grenzen. Also es gibt wirklich dann auch voll plastische Bienen, sag ich mal so, mit beweglichen Flügeln. Auch das habe ich schon mal gesehen, wo die Flügel dann auch, ja, wir würden sagen, wie ausgesägt sozusagen aussehen. Und das, wo wir so einzelne Flächen jetzt gesehen haben, auf den Bildern und auch auf den Filmeinschnitten von Justine, die sind dann da sozusagen auch nochmal freigelegt, so, was er gerade bei den Beinchen, bei der Fliege von Honoré Durand erklärt hat, das gibt es da auch für die Flügel und auch manchmal mit beweglichen Flügeln. Aber das ist dann natürlich, das sind Spielereien, sag ich mal so, die man wirklich dann auch sicher bestellen kann. Und es braucht dann einige Zeit, Wartezeiten, denke ich mal, muss man unter Umständen 1 bis 2 Jahre für rechnen, bis das mal fertig ist, so etwas. Und das ist also insgesamt halt auch immer abgestimmt mit dem Messer insgesamt. Aber das ist also ja einfach so, dass das Handwerk in Frankreich auch Probleme hat, Nachwuchs zu finden. Ich weiß, dass dort die größeren Schmieden wie Honoré Durand oder Lagion Nobrac wirklich große Probleme haben, Messermacher, Künstler zu bekommen oder auszubilden, denn man muss schon mehrere Jahre Messermacher sein, bevor man zum Messermacher-Künstler wird. Und auch Voisier zum Beispiel, der hat da Lieferzeiten von teilweise 6 Monate mittlerweile. Ne? Ja, das ist, das kann ich auch bestätigen. Das sind auch meine Beobachtungen so. Wir haben dort in Laguiole und in Thiers gibt es eine Handvoll von diesen Messermacher-Künstlern. Und wenn dann einer in Pension geht, in Rente geht, wie das jetzt zum Beispiel bei dem Virgilio Munoz der Fall ist, der hat bei der Forsch gearbeitet, ist in Thiers ausgebildet worden. Und jetzt ist er aufs Land gegangen und jetzt hat die Forsch de Laguiole zum Beispiel nur noch einen einzigen Messermacherkünstler. Und das halbiert ja das Auskommen sozusagen. Und das bedeutet, wenn so ein Flaggschiff das Schiff verlässt oder die Flotte verlässt, muss ich besser sagen, dann tut sich eine Firma dann wieder schwerer, auch ihr Renommee und ihren künstlerischen Anspruch, den es eindeutig gibt bei den Firmen, die Laguioles produzieren, dem wieder gerecht zu werden. Und die fallen dann auch etwas zurück. Das muss man leider auch sagen. Das ist sehr gut, dass du das sagst. Das heißt also, auch Lagion Nobrac hat nur einen Messermacher-Künstler und jetzt wird der zweite ausgebildet. Forster Lagiol hat nur einen. Und solche Firmen haben zwischen 70 und 100 Mitarbeiter, sodass man sich vorstellen kann, dass wirklich
95% der Lagiolmesser eher die normalen, die normale, einfache Biene hergestellt werden und nur ganz, ganz, ganz wenige diese außergewöhnlichen Bienen sind, die ich gerade gezeigt habe. Soweit ich weiß, können diese Künstler auch nur ganz wenige Messer pro Monat machen. Und deswegen ist dann die Wartezeit entsprechend sehr groß. Interessant ist der Trend, dass in Frankreich, so wie ich gesehen habe, diese Messermacher-Künstler auszubilden sehr schwer ist. Die gehen eher, wie du gesagt hast, in Rente. Während hier in Deutschland die Nachfrage nach solchen absolut kunstvollen Messer mit kunstvollen Bienen immer größer wird. Und das ist ein bisschen widersprüchlich dann natürlich. Irgendwann wird man den Bedarf nicht mehr decken können wahrscheinlich. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Also, weil wir müssen immer halt sehen, das ist wirklich so, dass ein solcher Messermacher wirklich halt auch, wenn er mit dem Mikroskop arbeitet und wenn ich so einen Messermacher wie Philippe Voisert mir anschaue, dann hat er auch eine besonders feine, ausgearbeitete Arbeitstechnik sich zugelegt, wo er die Messer nochmal auseinanderlegt, um sie ganz exakt auch anzupassen. Das heißt also, wenn du jetzt dir vorstellst, ein einfaches Lagiol, das wird vielleicht von einem Messermacher in einem Arbeitsdurchgang komplett innerhalb von, sagen wir mal, 1 bis maximal 2 Stunden hergestellt. Und jetzt mache ich den Schwenk zu dem Philippe Voisert und der hat jetzt eine Auftragsarbeit vorliegen. Dann ist dort die Arbeit, die er dort hat, mit Material aussuchen, mit dem Justieren, sich genau zu überlegen, wie setze ich jetzt den Pin hier und wo muss ich jetzt genau feilen. Dann baut er das wieder auseinander, dann fertigt er wieder was an, dann baut das wieder komplett zusammen und immer den Gesamteindruck auch dabei hat. Und das habe ich immer auch vor Augen, wenn ich mir das vorstelle, was wir erwarten können von einem Pierre Martin oder auch von einem Jérôme Lamique bei Honor Durand, die diese Arbeiten sozusagen auch dann ausführen für die ganz fein ausgearbeiteten Bienen. Und das sind wirklich dann diese Bienen, die sind dann wirklich die, wie das Sahnehäubchen obendrauf, wie ich immer sage, für eine gelungene Messerkreation auch. Und ich kann hier auch nochmal einen zeigen von dem Jérôme Lamique, der ist ja dann nach Vendombrac gegangen und ich glaube, jetzt ist er wieder zurück bei Honor Durand. Das ist auch ein Nachwuchskünstler, selber im Hause groß geworden und er hat hier sozusagen ein Messer hergestellt. Bei dem er eine ganz fantastische Feilarbeit auch gemacht hat. Das hier ist ein Dreiteiler, das heißt, er hat einen Dorn und er hat auch noch einen Korkenzieher mit an Bord. Und er hat hier sozusagen eine Biene oben wunderbar auch graviert und hat hier sozusagen auch die Bewegung der Biene mit auf die Feder weiter fortgesetzt. Und da siehst du ein Beispiel dafür. Ich hoffe, du kannst es ungefähr erkennen, wie man hier ein Gesamtkunstwerk sozusagen draus macht. Und das tritt dann, das Filework jetzt auf der Feder, auf dem Ressort, tritt dann in den Hintergrund und dann wird praktisch die Biene beim Übergang, so wie sie gerade abfliegt von irgendeiner Blüte, wird dann gezeigt. Und das heißt also, wenn du dort etwas hast, was dir auch lieb und teuer ist, dann bindest du den Gesamtkünstler sozusagen mit seinem geübten Auge dann auch automatisch dann mit ein und auch seine gesamte Wertschätzung vom ersten Blick auf das Modell bis hinterher zur Fertigstellung und auch darüber hinaus, wenn du Fragen hast oder so zu dem Modell, auch das beantworten diese Leute. Das finde ich auch gut, dass die Messer von dieser Messermacher-Künstler nicht einfach
irgendwelche Hölzer suchen, irgendwelche Materialien, sondern ich habe oft beobachtet, dass sogar die Maserung von dem Werkstück, von dem Holz oder von dem Horn passen zu den verschiedenen Gravuren, was die machen am Rücken oder zu der Biene. Und das ist aber jetzt ein guter Übergang, um zum letzten Teil dieses Videos zu kommen. Und zwar, es gibt ja nicht nur diese Bienen oder die Fliegen, die wir gerade gesehen haben, sondern es wird immer mehr auch der Trend dazu, diese außergewöhnliche, einmalige, andere Tiere, Insekten oder Formen zu machen. Ich werde gleich ein paar sehr schöne Sachen zeigen. Da können wir gucken, wie es vielleicht dazu gekommen ist. Wir haben hier zum Beispiel von Lagiol-Dubarry so eine Blume. Finde ich sehr, sehr schön. Als Damen-, als Lady-Messer. So als Beispiel, das kostet schon mal 295 Euro. Dann haben wir hier ebenfalls aus der Serie Lady-Messer eine sehr, sehr schöne Schleife. Oder aber auch sehr schön finde ich sowas wie diese Skorpione statt der Biene. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Auch die Beine freigestellt. Oder hier eine Art ja, Wolf, ebenfalls von Lagiol-Dubarry. Und auch hier sieht man, dass dass die Galoschage am Rücken sehr einfach gehalten wurde, damit entsprechend diese schöne Figur umso besser wirkt. Dann haben wir auch diese andere Art. Na, Moment, wo ist die Maus da? Das ist von Philippe Voysier. Das ist eine relativ flache Biene, aber innen drin sehr schön dreidimensional verarbeitet. Das gleiche oder sowas ähnliches macht auch Pierre Martin. Und auch hier finde ich als Konzeptmesser der Rücken, die Rückengalossage, das passt wunderbar zu diesem oberen Bereich der Biene. Also sehr, sehr schön umgesetzt. Hier haben wir nochmal ebenfalls von Laguiole-Nabrac eine ganz andere Figur, so aus dem Mittelalter. Dann Blumen sind auch immer wieder gefragt. Und hier eine Sonderanfertigung für einen Kunden, der gerne ein Edelweiß haben wollte. Und das ist eben das Schöne, dass man heute auch Sonderanfertigungen machen kann, entsprechend deinem Wunsch. Das heißt also, wir fertigen auch so an, du gibst uns etwas vor, es reicht eine Zeichnung, ein Foto, wie du was haben möchtest. Und dann nehmen wir Kontakt mit der Schmiede auf und prüfen die Umsetzbarkeit und können dann wahrscheinlich ziemlich nah dran an deine Vorstellungen mit mit der Arbeit, wie eine solche Biene gemacht wird. Du hast ja gerade gesehen, das Video vorhin, wo wir gezeigt haben, da wurden zum Beispiel ein Bild nach, also eine Biene nach unserer Vorstellung gemacht. Und das finde ich ja sehr, sehr interessant heute. Und es kostet ja gar nicht so viel mehr als ein normales Messer. Wenn man also ein normales Messer in dem Shop Original Lagiol dir aussuchst, dann kostet eine Biene nach deiner Vorstellung statt der Biene, die dort eingebaut ist, vielleicht 50 bis 80 Euro mehr als das Messer, was du dort gesehen hast. Aber jetzt die Frage an Rüdiger, weißt du, wie das gekommen ist, dieser Trend, dass man auch andere Insekten oder Tiere, Flora, Fauna entsprechend gemacht wird? Oder ist das alt oder ist es eher so eine Modeerscheinung jetzt? Na, das ist, ich würde sagen, es ist nicht unbedingt eine Modeerscheinung. Das wissen auch nicht ganz so viele Leute. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, dass man dort halt auch diese floralen Motive, diese blumenartigen Motive auch schon ganz am Anfang hatte, wo man relativ einfache geometrische Figuren auch erstmal verwendet hat. Und dort hatte man auch schon so um 1880, 1890 hatte man einfache Bienen in Form von Lilien, die so ein bisschen stilisiert auch waren. Diese okzitanische Lilie, die findet man dort auch sehr häufig. Und es gibt sogar noch, das wissen auch nicht so viele, man hat sie jetzt auch erst vor nicht allzu langer Zeit in der Forschung um diese Geschichte dieser Lagiolmesser ausgegraben, wenn man mit den Familien spricht, die da aus also Archive haben, die so alte Messerkutellerien hatten, die man heute gar nicht mehr findet dort, die sind verschwunden im Laufe der Zeit. Da sind
habe ich also zwei Beispiele gefunden, wo man einen heraldischen Adler auch abgebildet hat auf einem Messer von 1895. Und das ist auch da schon wunderbar auch ausgearbeitet. Und dann von einer Coutellerie Thibault. Thibault hat zwei Coutellerien gehabt, die in der Familie Thibault gewesen sind. Die sind auch mit zu der Gründergeneration von Laguiole-Coutellerien in Mende und die andere in Sévérac. Und die aus Mende, da habe ich mal gesehen, wie die Biene in Form eines, ja, so eines Landmanns auch graviert gewesen ist. Und das ist so eine Arbeit auch um 1890 herum. Und dann hatte ich vorhin ja auch mal den Herrn Crocombet erwähnt, in dessen Tradition sich der Philippe Voysey auch immer wieder sieht. Und dieser Nicolas Crocombet ist in Frankreich unter den Messersammlern so was wie ein Heiliger. Also der ist als Messermonteur, so wie der Philippe Voysey auch gestartet. Und dann hat er sich da immer weiter reingearbeitet. Und er hat so figurale Messer, so geschnitzte Messer auch gemacht. Und da hat er bei den Bienen auch schon mit, kann man sagen, auch eine Parallelerfindung gemacht, die Biene selber, und hat auch da alle möglichen Formen auch eingebracht. Er hat auch mal ein Selbstbildnis von seinem Gesicht als so eine Biene hergestellt. Und das kann man dann, ich glaube, in Thiers, in dem Museum für die Coutellerie dort, gibt es eine eigene Vitrine, die nur ihm gewidmet ist. Und wenn man da mal Lust und Zeit hat, kann man da mal hin und kann das auch mal bewundern. Und dann hat er auch da schon so ein bisschen, er hat ja auch geschnitzte Griffe, der Philippe Voysey hat das auch, und dann auch da schon die Abwägung mit drin, wenn ich so ein mächtiges Schnitzwerk auf die Griffe gebe, dann will ich da, dass das Auge des Betrachters drauf ruht. Also mache ich da keine aufwendige Biene drin. Umgekehrt, wenn ich nur einen relativ unauffälligen Griff habe, dann konzentriere ich mich auf die Biene. Und die Biene, die muss es dann bringen, wenn das Messer ein Blickfang sein soll. Und da hat er das auch schon mit gemacht. Und wir haben sozusagen jetzt in der Zeit einfach nur eine natürliche Fortsetzung davon. Es war immer etwas, was künstlerisch mit angeklungen ist, auch schon um die Jahrhundertwende herum. Mit den Mitteln ihrer Zeit haben sich immer wieder die Messermacher bemüht, dort eine Präzisionsarbeit mit den Mitteln ihrer Zeit auch herzustellen. Aber es ist ganz wunderbar, dass auch bis in die heutige Zeit dieser Trend überlebt hat. Also da würde ich vielleicht der ein oder anderen Schmiede, die das vielleicht ein bisschen anders sieht, die das Laguiole jetzt sozusagen als eines ihrer Messertypen mit übernommen hat, ein bisschen widersprechen. Es ist tatsächlich, es ist echt lange etabliert. Es gibt es genauso lang wie das Messer selber, diesen Messertyp. Aber das finde ich übrigens sehr, sehr schön, dass auch zu dem Thema Biene. Ich finde es sehr schön, ich habe immer ein Messer bei mir. Ich finde es sehr schön, bevor ich es nutze oder damit was schneide, mache ich immer so, dass ich das Messer nehme und mir das immer wieder angucke, die Biene, die Guillochage oder das Material für den Griff. Und das ist einfach mehr als ein Messer, finde ich. Und es macht auch Freude und Spaß, das auch einzusetzen. Und das ist bei den anderen Messern, die wirklich nur den Zweck des Schneidens haben, finde ich nicht der Fall. Und es gibt sehr, sehr wenige Messer. Es gibt zwar hier und da immer wieder auch mal ganz andere Messer außerhalb von Laguiole, die wirklich so kunstvoll gemacht sind. Aber das ist eher abhängig vielleicht von dem Künstler, aber nicht als eine Messerart. Und das finde ich total schön bei den Laguioles, dass es wirklich Freude macht, das anzugucken, das zu drehen, sich anzuschauen und dann erst zu öffnen und damit was zu schneiden. Ja, das sehe ich auch so. Und da kann ich nur mich dem nochmal anschließen, indem ich mein letztes Messer für heute auch mal versuche, ein bisschen näher zu bringen. Und das ist dann ein Messer, was von einem Messermacher, der auch... Zwei Gesichter drauf, ne? Ja, genau, der so zwei so Theatermasken da drauf gebaut hat. Es gibt in Italien, gibt es so eine Theaterform, die Commedia dell'arte. Das ist etwas, wo man mit Masken so klassische Rollen seit dem Mittelalter immer wieder
aufführt. Und das ist eine sehr alte Kunstform auch da. Und da sieht man, wie dieser Messermacher, das ist hier in diesem Fall der Jean-Michel Cairon, diese Idee aufgegriffen hat und hat das Kunstwerk im Kunstwerk sozusagen nachempfunden. Und du siehst, dass die Formensprache über die Biene eine natürliche Erweiterung dieses Messertyps ist und dass auch heute die Freunde, die dieses Messer gerne auch bei sich haben, ob sie es nun praktisch einsetzen oder sammeln und auch da den Kunstaspekt mit sehen, sozusagen eine ungeheure Ausstrahlung auch besitzt. Und das ist auch wirklich etwas, was dauerhaft auch, hoffen wir, dass das dauerhaft auch so erhalten bleibt. Du meinst, dass sich die Schmieden auch immer wieder anpassen, in deren Kunstwerke der Zeit und mitgehen, damit die entsprechend auch hoffentlich lange überleben. So, jetzt sind wir aber zu dem Ende dieses schönes Video gekommen. Und ich hoffe, dass dir als Zuschauer dir das Spaß gemacht hat, viel Neues erfahren hast. Und ich freue mich natürlich auch auf das nächste Video mit dir, Rüdiger. Du bist ja ein wandelndes Lexikon mit einem unglaublichen Wissen über die Lagiol-Messer. Und ich denke, das nächste Video wird schon kommen. Und wenn dir dieser YouTube-Kanal gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du entsprechend meinen YouTube-Kanal Mr. Lagiol abonnierst. Wir machen zweimal pro Woche entsprechende Videos bzw. veröffentlichen diese. Und ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Mach's gut.